Uiuiui, ui, halt. Uiuiui. Ui, ui. Huh! Gut, gut. Huh! Gesundes neues Haar! Und gibt's denn gar nichts Positives, euer? Wunderbar. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Ach, ist das herrlich. Ein neues Jahr und alles wird anders und die ganzen Vorsätze und vor allen Dingen die vielen Erhöhungen, die schon angekündigt wurden. Krankenkassenbeiträge steigen, dann natürlich Energie, Gas wird teurer. Ist ja klar, der Russe kommt durch Gaspreiserhöhung. Dann wird natürlich Benzin ist schon teurer geworden. Und was schreibt die Sächsische? Achtung, Seite 1, kurz vor dem neuen Jahr, ab Januar gibt es für viele mehr Geld. Zum Beispiel für Kinder monatlich 15 Euro mehr. Pro Kind 15 Euro. Das sind 4 Paar Schnürsenkel. Dann könnte man ja fragen, wie wird 2021? Naja, gucken Sie mal, ich könnte jetzt sagen, das werden wir doch sehen. Ja, besser als 2020 auf jeden Fall. Abwarten. Söder wird Kanzler und Annalena Baerbock wird seine Vizerin. Das Gas wird teurer, Strom sowieso, guter Rat wird noch teurer und die Kriegsgefahr im Nahen Osten wird steigen. Können Sie sagen, das hat der Steimle schon am 3. Januar Probezeit. Was also liegt näher, wenn wir uns vielleicht noch mal an die deutschen Dichter halten, solange wir noch dürfen? Friedrich Schiller, die Hoffnung. Es reden und träumen die Menschen viel von besseren, künftigen Tagen. Nach einem glücklichen, goldenen Ziel sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wird wieder jung, doch der Mensch hofft immer Verbesserung. Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein. Sie umflattert den fröhlichen Knaben. Den Jüngling locket ihr Zauberschein. Sie wird mit dem Greis nicht begraben. Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf. Noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf. Es ist kein leerer, verzweifelter Wahn, erzeugt im Gehirne des Toren. Im Herzen kündigt es laut sich an, zu was Besserem sind wir geboren. Und was die innere Stimme spricht, das täuscht die hoffende Seele nicht. Haben Sie das mitbekommen? Die haben doch jetzt als erste in der Bundesrepublik, symbolträchtig, eine 101-Jährige. Die ist wirklich so alt. Gut, früher hätte man gesagt, die hat vergessen, wenn sie geboren wurde, ne? Zu DDR-Zeiten. Oder die Mutti hätte gesagt, die ist doch verkalkt. Nein, sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Nein, eine 101-Jährige zu impfen, da fragst du dich ja, was steht dahinter? Wer kommt auf so eine Idee? Ich meine, man kann in dem Zusammenhang dann nicht mehr sagen, dass sie an Covid-19 verstorben ist. Die ist ja geimpft. Ne? Ob sie aber durch Corona oder aber mit Corona oder aber überhaupt nicht, ist nicht gewiss. Ja, woran könnte die dann gestorben sein? Vielleicht an Altersschwäche später mal. Oder eben, wie sagt man, an einer anderen Kinderkrankheit. Ne? Mich erinnert das, wenn man da so mal ein bisschen fabuliert drüber, also dieses Symbolträchtige, eine 101-Jährige, das soll doch Hoffnung geben. Wie war es denn nach dem Krieg? Erinnern Sie sich? Was stand im Pionierkalender drinne? Die Russen haben dem jungen Staat DDR 1000 Traktoren geschenkt. Obwohl sie selber nicht hatten. So mutet mir das hier an. Aber Moment mal,
Wollten die nicht sogar das Rentenalter wieder hochsetzen? Na klar, auf 105? Na, also bitte, jetzt haben wir's. Da hat sie noch 4 schöne Jahre vor sich. Ich glaube, es geht schon wieder los. Danke, Bundesregierung. Und dann habe ich etwas geschenkt bekommen. Sie wissen ja, ab einem gewissen Alter beschenkt man sich dann meistens selber. Aber es gibt eben auch Dinge, wo liebe Freunde an ihn denken. Achtung, aber jetzt nie losjubeln. Oh ja, doch, mit mir. Ist das groß. Das habe ich geschenkt bekommen vom Uwe Neumann. Also ich freue mich ganz sehr nochmal, lieber Uwe Neumann, herzlichen Dank. Und vor allen Dingen, es sind ja sofort Geschichten da bei Ihnen da. Also Weihnachten habe ich das nicht bekommen. Ich hatte auch nur ein Sonett und das gab es zur Jugendweihe. Und ich weiß noch, in Berlin 1978 in der Kantianstraße, wir waren damals die 4x100-Meter-Staffel des Sportclub Einheit Dresden. Das Wort Einheit wurde dann sofort entfernt, als die Einheit da war. Das ist Dialektik. Wir wurden Vize-DDR-Meister. Ich weiß es wie heute, mit Rico Goldberg, mit Jens Janak, Henner Kotte und ich. Das war der größte Erfolg. Vize-DDR-Meister und ich hatte noch ein bisschen Geld. Das heißt von der Jugendweihe. Und von diesem Jugendweihegeld habe ich mir dann im Zentrum Warnhaus ein Sonett gekauft. Und diese Erinnerung war sofort da. Wissen Sie noch, wenn dann immer kam die Beatkiste und man wollte aufnehmen? Übrigens in Japan, ganz groß der letzte Schrei, schmeißen Sie ja nicht Ihre Kassetten weg. Wunderbar. Also, Weihnachten sind natürlich auch immer Erinnerungen. Und gucken Sie mal, letzten Endes ist doch die Geburt Jesu auch ein Wunder des Trostes. Und im Wort Trost steckt das Wort Ost. Und aus dem Osten kommt das Licht. Insofern ist alles in Ordnung. Ich wünsche mir für 2021 natürlich in allererster Linie Frieden. Ich wünsche mir vielleicht einen Bildungsminister oder eine Bildungsministerin, warum nicht eigentlich auch mal einen Lehrer, ja, der also auch Lehrer ist, schon mal das Wort Schule buchstabiert hat. Ich wünsche mir eine Weinkönigin, die wieder Weinkönigin wird und dafür aber einen Landwirtschaftsminister, der einen Bezug hat zur Scholle und vielleicht sogar ein Bauer war, also auch schlau ist. Ich wünsche mir einen Wirtschaftsminister, der unterscheiden kann zwischen Umsatz und Gewinn und natürlich einen Gesundheitsminister, der kein Bankfachmann ist, sondern das Wort Doktor als Arzt führt. Und natürlich wünsche ich mir keine falschen Doktoren wie bei Frau Giffey. Einfach mal wieder Leute, die in Bezug zu den hier schon länger Lebenden haben. Und vor allen Dingen wünsche ich mir einen Verteidigungsminister, der General ist und keine saarländische Hausfrau. Das wären meine Wünsche für 2021. Ich glaube, es wäre nicht zu viel verlangt. Wie war denn Ihr Silvester? Sind Sie auch um Zähne ins Neste gegangen? Herrlich, oder? Ich muss sagen, ich fand es großartig, dass mal nicht geblitzt und gedonnert wurde und Feuerwerkskörper in den nächtlichen Himmel stiegen, die Vögel, die Bart immer noch haben, von den Bäumen geflogen sind. Gerade die Dresdner sind froh, dass es mal nicht geknallt hat. Es gibt noch ein paar Überlebende vom Zweiten Weltkrieg, denen der 13. Februar für immer ins Gedächtnis gebrannt sein wird. Und wir haben was für den Umweltschutz getan. Ja? Wir haben mal keinen Feinstaub produziert, die Straßen sind sauber. Und ein Tischfeuerwerk macht's auch. Und jetzt sage ich Ihnen auch noch, wie es bei mir war. Ich bin um Zähne ins Neste und bin aufgewacht im neuen Jahr. Ich lebe noch und ich sage Ihnen auch, ich hoffe, dass es Sie interessiert, warum ich nicht so der Fan bin von Silvesterfeiern. Es hat ja manchmal ganz kleine Ursachen, woran es liegt, warum man dann im ganzen Leben so im Müffel ist. Ich war 14. Und war es erst, 15. Und war das erste Mal draußen. Ne? Im Partykeller vom Trockenraum. Und ich hatte mir vorgenommen, heute möchtest du eine küssen. Heute möchtest du eine küssen.
Und die Eltern haben noch gesagt, Uwe, zum Anstoßen bist du aber zu Hause. Ich hatte weder jemanden geküsst, weder Männlein noch Weiblein. Gab es ja damals gar nicht, also nur Weiblein. Und ich war erst um eins zu Hause. Die Wohnungstür war verschlossen. Ich habe geklingelt, die Klingel war abgestellt. Und meine Mutti guckte dann nur von oben raus aus dem Fenster. WBS 70, Neubau. Brauchst gar nicht kommen. Der Vati ist ganz enttäuscht. Der liegt im Waschhaus. Stimmte, der war sturzbetrunken, weil ich nicht da war zum Anstoßen. Und am Neujahrstag kam dann die Auswertung. Uwe, es geht nicht mehr so weiter. Du gefährdest unsere Ehe. Wenn das nicht aufhört, musst du ins Heim. Also ich war auch noch dran schuld, dass die Ehe nicht... Ich war eigentlich immer schuld. So. Hiermit sind mehrere Fragen beantwortet. Erstens, warum feiere ich nicht gern Silvester? Das wissen Sie jetzt. Und zweitens, warum wird man Kabarettist? Haben Sie noch Fragen? Ich wünsche Ihnen, dass Sie niemals solche Erlebnisse haben müssen und dass für Sie immer ein Feuerwerk im Herzen stattfindet. Wir machen es uns schön, trotz alledem. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich in diesem Jahr begleiten. Bleiben Sie negativ. Wo bleibt das Positive, Herr Steimle, für 2021? Hier ist es. Also ich muss wirklich sagen, als ich das gesehen habe bei meinem Freund Sven, ich war fast ein bisschen neidisch, weil das ist mit so viel Liebe gemacht, das ist ihm zugeeignet worden. Und gucken Sie mal, hier auf dem Pfefferkuchenhaus sind die letzten Gummibären von Haribo. Die machen ja jetzt die Bude dicht, die Gummibärenbande zieht aus. Und das Allerschönste, wenn es gar nicht mehr weitergeht für den Sven, er kann dann in aller Ruhe den Kitt aus den Fenstern fressen. Ich werde jetzt manchmal gefragt, was ich mache die ganze Zeit hier in meinem Eingesperrtsein. Ich kann es Ihnen sagen, was ich mache. Ich vergesse die Texte. Ja. Und deswegen freue ich mich, wenn Sie einschalten, wenn Sie uns weiterhin schauen. Und übrigens, das wollte ich auch noch mal sagen an der Stelle, da muss was schiefgelaufen sein, weil viele Bücher von dem neuen Buch, wir sind nicht nachtragend, aber wir vergessen auch nicht, sind ausverkauft. Nee, die liegen in den Lagern, weil Amazon gar nicht hinterherkommt. Wenn Sie aber jetzt sagen, Mensch, wir hätten gerne dieses Buch jemandem geschenkt, folgendes Angebot, Sie schreiben an uns und ich schreibe Ihnen eine Widmung rein oder die Unterschrift und wir senden es Ihnen dann zu. Also ich habe noch ein paar hier daheim. Wollen wir das so machen? Dann müssen Sie auf mich nicht verzichten. Lieder, Märchen und Geschichten auf ein bunter Blumenstrauß sind ein Gruß für brave Kinder aus dem Butzemannhaus. In der BRD hatten die einen Tennisarm, aber wir hier... Ey, pass mal auf. So standen wir dann da. Und haben immer gehofft, dass eine vorbeikommt, eine Zarte oder eine Kirsche. Herrlich, oder? So standen wir da, Stunden. Und meistens, wissen Sie, was die Opposition war in der DDR? Ich sag's Ihnen. Entweder man saß oben drauf auf der Lehne von den Bänken und wenn dann die Alten kamen, macht euch runter von den Plänen. Das war unsere Opposition. Und dann im größten Winter bei minus 10 Grad, keine Mütze auf, kein Schal um, Jacke auf und keine Handschuhe. Und wir sind nie krank geworden. Stimmt nicht. Da haben wir Pulmodin genommen. Covid-19 gab es ja damals noch nicht.